Herzlich willkommen bei den DAV News. Unsere Drogenbeauftragte Frau Marlene Mortler hat in den letzten Tagen mal wieder sehr viel Fleiß bewiesen, etliche Auftritte absolviert und sich größte Mühe gegeben, gute Unterhaltung zu bieten. Im ZDF Morgenmagazin beispielsweise ist sie mal wieder befragt worden und die Moderatorin hat sehr darauf gedrungen, über die Cannabis-Frage zu sprechen und warum sie denn nicht für die Legalisierung ist. Da zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte, insbesondere auf diese Frage, warum nicht legalisieren. Fangen wir mal damit an. Selbst der UN-Sonderbeauftragte Generalsekretär Kofi Annan ist für eine Legalisierung. Warum sperren Sie sich so sehr? Ja, ich bin national unterwegs, ich bin aber auch in Europa und international unterwegs und ich kann nirgends irgendwelche Mehrheiten für eine Öffnung in Richtung Legalisierung erkennen. Ja, also international sind keine Legalisierungsbestrebungen erkennbar. Das hat mich dann doch erstaunt. Ich bin verunsichert, ob nicht jetzt doch Kanada und Uruguay zum Beispiel auf dem Mars liegen. Ich war eigentlich schon auf dem Trip zu denken, dass die eher erdemäßig so international tatsächlich sind. Aber vielleicht hat Frau Mortler auch eine bestimmte Fähigkeit, Punkte auszublenden, so wie sie auch schon mal gesagt hat, dass sie keinen Polizisten kennt, der sich für die Legalisierung ausspricht, obwohl ja auch öffentlich Polizeiführer wie der Polizeipräsident von Münster, Hubert Wimber, der Ex-Polizeipräsident, durchaus sowas auch schon mal sagen, aber auch das hat sie ja noch nie gehört. Es erinnert mich auch an ein anderes altes Zitat von Frau Mortler: Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Das hat sie mal der Apothekenumschau erzählt und das hat sie jetzt auch von höchster internationaler Ebene nochmal bestätigt bekommen. Das ist der nächste Ausschnitt. Und wir hatten ja kürzlich den Generalsekretär von INCB, vom Internationalen Suchtstoffkontrollrat hier in Berlin. Er sagt, wir müssen uns an die sogenannten Konventionen halten. Diese Konventionen haben über 180 Staaten weltweit unterschrieben. Und da steht klipp und klar drinnen, Cannabis ist eine illegale Droge. Ja, und dann kommt immer wieder die Sache mit dem Signal. Die Legalisierung wäre ein schlechtes Signal. Auch das hört euch nochmal an. Und in dem Moment, wo ich ein Verbot aufhebe, gebe ich auch gleichzeitig ein Signal, das ist harmloser. Ja, danach wäre es also auch ein klasse Argument oder eine gute Idee, mal Alkohol zu verbieten, Millionen von erwachsenen Alkoholkonsumenten mit Strafverfolgung zu überziehen und sie zu kriminalisieren und einen Schwarzmarkt für Bier und Schnaps zu schaffen. Das will Frau Mortler nicht. Aber wo wir schon mal dabei sind, zum Thema Alkohol wird sie auch befragt und hat auch dazu was zu sagen. Also warum verbieten Sie dann Alkohol nicht? Also wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie sind immer Mehrheiten gefragt. Ja, keine Mehrheit für die Cannabis-Legalisierung und keine Mehrheit für ein Alkoholverbot. Die Frau ist also höchst demokratisch eingestellt. Wir müssen zugeben, wir müssen an der Mehrheit noch arbeiten. Ungefähr 10 Prozentpunkte fehlen uns noch. Die erreichen wir in absehbarer Zeit, dann werden wir mal mit Frau Mortler reden und sie kündigt ja hier mehr oder weniger schon an, wenn wir die Mehrheit für die Legalisierung von Cannabis haben, dann ist sie dabei, vielleicht wird sie zur heißesten Vorkämpferin für legales Gras dann in Fachgeschäften. Mal sehen. Zum Thema Alkohol hat sie auch noch mehr zu sagen, das ist auch sehr interessant, schaut euch das noch an. Und Alkohol ist ja ein Suchtmittel bzw. eine Substanz, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, das wissen wir aus der Wissenschaft, keinen Schaden verursacht. Ja, bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol, das ist eine Redewendung, die habe ich so auch noch nicht gehört, dass es überhaupt einen bestimmungsmäßigen Gebrauch gibt. Das Feierabendbier vielleicht, meint sie, dann wäre ja der bestimmungsmäßige Gebrauch von Cannabis auch der Feierabendjoint. Ich weiß nicht, ob ihr das so bewusst ist. Wenn es bestimmungsmäßigen Gebrauch von Alkohol geben sollte, dann gibt es den mit Sicherheit auch für Cannabis. Es gab noch mehr Auftritte von Frau Mortler bzw. Interviews, ein interessantes im Spiegel. Und mein Lieblingszitat muss ich euch auch noch vortragen. Der Spiegel fragt sie, haben die Menschen ein Recht auf Rausch? Und Frau Mortler antwortet, jeder hat das Recht, in einer freien Gesellschaft Dinge zu machen, die nicht verboten sind.
Sehr schönes Zitat, fand ich außerordentlich unterhaltsam. Und dann war sie auch noch in Schwenningen auf einer Podiumsdiskussion, wo unter anderem auch Michael Greif von der Ortsgruppe München und Münster, da ist er in beiden aktiv, der Mann hat Mühe statt Fable. Egal, auf jeden Fall war sie auf diesem Podium mit einem DHV-Vertreter, was ein Novum ist. Das hat sie bis jetzt noch nie gemacht. Ich persönlich würde auch sehr gerne mal eine Podiumsdiskussion mit Frau Mortler machen. Das Video könnt ihr euch auch angucken. Es ist unter dem Video hier verlinkt. Ebenso übrigens wie das ganze Video vom ZDF Morgenmagazin. Die Tonqualität von dieser Sitzung in Schwenningen ist nicht so dolle. Aber wenn ihr Lust habt, euch da anderthalb Stunden oder zwei Stunden Debatte mal noch reinzuziehen, macht das doch. Dann haben wir noch ein paar internationale Nachrichten von der Erde. Und zwar die erste aus den Niederlanden. Ganz interessant, da haben wir schon länger auch die Entwicklung, dass die Städte insbesondere auf eine richtige Regulierung des Marktes drängen. Denn bis jetzt sind ja nur die Coffeeshops reguliert, aber nicht der Anbau von Cannabis und der Transport von Cannabis in die Shops und so weiter. Und den Städten ist das schon lange ein Dorn im Auge. Die wollen das vernünftig regulieren, auch um gegen organisierte Kriminalität vorzugehen. Und jetzt haben die sich nochmal getroffen auf einer Versammlung, so eine Art Städtetag, wie wir das hier in Deutschland nennen würden. Und 90% der Städte haben für diesen Antrag, für diese Forderung gestimmt, Experimente mit Cannabisanbau für die Coffeeshops zu machen, mit legalen Wegen zur Versorgung der Coffeeshops. 90% der Städte, eine gewaltige Mehrheit der kommunalen Ebene. Das ist ähnlich wie in Deutschland mit unseren reformorientierten Städten, die Modellprojekte fordern, oder auch den Schweizer Städten, die Modellprojekte fordern. Da ist also ganz viel Bewegung von unten. Und in den Niederlanden könnte es tatsächlich dann vorwärts gehen. Im nächsten Jahr sind dort Wahlen. Wenn da eine halbwegs vernünftige Regierung an die Macht kommt, sind solche Fortschritte in den Niederlanden nicht unwahrscheinlich. Ein weiterer schöner Erfolg: Ohio, der US-Bundesstaat, hat Cannabis als Medizin legalisiert und ist damit der 25. US-Bundesstaat, der das getan hat. Und wir haben damit genau die Hälfte der US-Staaten, in denen Cannabis als Medizin legal ist. Ein schöner Meilenstein. Und auch mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung hat damit jetzt Zugang zu Cannabis als Medizin. Man muss aber auch sagen, es ist nicht so sehr locker in Ohio, jetzt mal als ein Beispiel, um euch nochmals vor Augen zu führen. Es ist nicht so, dass da Cannabis als Medizin wie Smarties verteilt wird, sondern zum Beispiel in Ohio dürfen die Patienten nicht selbst anbauen. Die Liste der Krankheiten, für die sie Cannabis verschrieben bekommen können, ist recht kurz. Schwere Krankheiten müssen die Leute haben quasi, um davon zu profitieren. Und die Patienten sollen auch nicht rauchen, sondern essen, oral zu sich nehmen oder vaporisieren. Aber trotzdem schöner Fortschritt und mehr, als wir hier in Deutschland haben im Moment. Die Lindenstraße. Ich hatte es ja in der letzten Sendung ausführlich beschrieben, wie medizinisches Marihuana die Lindenstraße erobert und Hans Beimer mit seiner Parkinson-Krankheit jetzt gemerkt hat, oh, Hanf hilft mir und dass er Versorgungsprobleme hat. Und jetzt geht's an den Anbau ran. Man plant, Herr Beimer mit seiner Frau, an der ersten Growbox. Kurzer Ausschnitt dazu. Und hier, diese Sorte wächst anscheinend besonders schnell. Wir bräuchten nur ein paar Pflanzen. Und wenn wir aufpassen und eine Lüftung einbauen, kriegt kein Mensch was davon mit. Growroom hier ist nicht größer als ein Kleiderschrank. Ja. Und wo soll der hin? Hier ins Wohnzimmer? Damit Helga ihn bei ihrem ersten Besuch gleich aufreißt? Quatsch, ins Schlafzimmer. Da können wir ihn auch am besten vor den Kindern verstecken. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Auch ein Fernsehpatient darf ja nicht anbauen, beziehungsweise auch eine Fernsehredaktion darf nicht einfach Hanfpflanzen hinstellen. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt machen, wie sie überhaupt Bilder von Hanfpflanzen kriegen, die legal sind. Und dann wird ja wahrscheinlich auch irgendwann eine Polizeirazzia in der Lindenstraße mal stattfinden. Also eine spannende Geschichte in der Lindenstraße. Wahrscheinlich ein Dauerbrenner für die DHV News. Wo wir gerade beim Anbau sind. Die autonomen Blumenkinder in Göttingen haben wieder zugeschlagen. Mittlerweile seit mehreren Jahren ist diese anonyme Gruppe in Göttingen unterwegs, verteilt im Frühjahr kiloweise Hanfsamen und in Göttingen wachsen dann überall
Nutzhanfpflanzen. Und die Polizei rennt hinterher und reißt die wieder aus und die Presse berichtet und so weiter. Es gibt es ja überall in Deutschland, aber in Göttingen halt sehr organisiert mit diesen Blumenkindern. Und diesmal haben sie auch angekündigt, dass ein paar potente Samen dabei sind. Also nicht nur kiloweise Nutzhanfsamen, sondern auch ein paar Samen, die richtiges Marihuana am Ende erzeugen könnten. Die Blumenkinder sagen, sie wollen das für die Polizei ein bisschen spannender machen. Freche Nummer. Jedenfalls gibt es die ersten Pflanzen, es gibt die ersten Bilder und Presseberichte. Da wird Göttingen wieder in Atem gehalten dieses Jahr. Dann noch eine kleine Hilfestellung für die Polizei in Mainz. Da gibt es eine Pressemitteilung mit einer Fundsache. Die lese ich kurz vor. In einem Fastfood-Restaurant in der Rheinallee wurde am Freitagmorgen vom dortigen Reinigungspersonal eine Plastiktüte mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Das Tütchen mit der weißen pulverigen Substanz befand sich auf der Terrasse. Offenbar war es seinem Besitzer bei einem Restaurantbesuch aus der Tasche gefallen. Der Verlierer wird gebeten, gegen Vorlage seines Personalausweises sich bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden. Ja, das haben wir damit jetzt auch mal gemacht. Einmal der Polizei helfen, schadet ja auch nicht. Also der Verlierer dieses Tütchens möge sich doch bei der Polizei melden und seinen Personalausweis vorlegen. Termine habe ich nur einen diese Woche zu berichten, und zwar am Freitag, den 24. Juni in Brandenburg, eine drogenpolitische Fachkonferenz im Landtag. Es soll um die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten und um die Verbreitung von Crystal Meth gehen. Und an der Debatte sollen teilnehmen Andreas Müller, unser Lieblingsrichter, Max Plenert vom DHV und Hubert Wimber, ehemaliger Polizeipräsident von Münster und Sprecher von LEAP Deutschland, Law Enforcement Against Prohibition, Gesetzeshüter gegen Prohibition, im Landtag in Brandenburg. Ich weiß nicht, ob man sich anmelden muss. Guckt einfach hier unter dem Video auf den Link und dann auf die Seite, wo dann steht, ob man sich anmelden muss. Und damit wünsche ich noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. It's a big thing. I think it's about 3,000 gallons. They're fixing this floor. Because there's a lot of water that hits on this floor, so it's getting fixed up a little bit. Yep. But all the water comes in.